Leben und ich möchte euch eine Rolle vorstellen aus unserem Quick-Rollenprogramm. Es handelt sich um die Quick-SLR-Baitcast-Rolle. Die Quick-SLR-Baitcast-Rolle sieht auf den ersten Blick aus wie jede normale Baitcast-Rolle auch. Aber wir haben ein technisches Highlight verbaut auf dieser Baitcast-Rolle. Und zwar haben wir das Schnurlaufröhrchen gegen eine Wavebar ausgetauscht. Die Wavebar sorgt dafür, dass die Schnur wirklich sauber auf dem Spulenkopf verlegt wird und beim Werfen habt ihr so einen geringeren Schnurreibungswiderstand. Das erleichtert euch natürlich, ein paar leichtere Köder damit zu werfen, gerade bei geflochtenen Schnüren, die doch eine sehr hohe Reibungskraft haben. Ich habe jetzt schon ein paar Mal damit geworfen, sie lässt sich sehr gut werfen, die Rolle. Die technische Ausstattung, ganz klar, wie jede Baitcast-Rolle auch. Ihr habt eine Flugkraftbremse, die ihr einstellen könnt, eine Sternbremse und natürlich den Rollenknauf. Auf der rechten Seite habt ihr noch eine feinjustierbare Flugkraftbremse, wo ihr euren Köder dann nochmal den letzten Klick geben könnt, um einfach mal weiter zu werfen, dass sich einfach die Schnur nicht auf dem Spulenkörper verwickelt. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr mit der Rolle werfen könnt. Dafür habe ich einen kleinen Köder gewählt, eine geflochtene Schnur drauf. Die Rolle ist schon auf meinen Köder eingestellt und ich kann wirklich schön leicht aus dem Handgelenk meinen Köder werfen. Benutze ich einfach die feinjustierbare Flugkraftbremse, mache sie noch einen Ticken weiter zu und dann kann ich damit stärkere Würfe machen. Jetzt könnt ihr auch vielleicht sehen, wie die Wavebar arbeitet und die Schnur sauber auf dem Rollenkörper aufwickelt. Das war die neue Quick SLR aus unserem Quick Rollenprogramm. 2014 wird sie für euch erhältlich sein. Schaut sie euch einfach mal an. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß und Erfolg am Wasser. Das war's von mir, euer André.